farmer in the animal smart I have. Wir, die 4C-Klasse, befinden uns im Chemiesaal und wollen es wieder ordentlich krachen lassen. Dazu haben wir Kerzenwachs in eine Proberöhre gegeben, das Ganze bis zum Sieden erhitzt und anschließend in eiskaltes Wasser getaucht. Was dann passiert, werdet ihr gleich sehen. Zum Abschluss eine kurze Erklärung. Das ca. 400 Grad Celsius heiße Proberöhrchen kühlt im kalten Wasser rasch ab und es entstehen feine Risse. Es kann aber auch das Glas zerspringen. Das Wasser dringt in das Proberöhrchen und trifft dort auf das heiße Wachs. Unter großer Volumenzunahme verdampft das Wasser sehr rasch. Dadurch wird das flüssige Wachs aus dem Glas geschleudert und fein verteilt. Es entsteht eine Wachsrauchwolke. Durch Hitze, feine Verteilung und viel Sauerstoff entzünden sich die Wasserstoffradikale im ausströmenden Wachsdampf.